Leute, ich gebe euch noch zwei Features mit auf den Weg für dieses Video. Nach der Insolvenz und dem Schutzschirmverfahren für Abellio von der Muttergesellschaft der Niederländischen Staatsbahn übernahm die Deutsche Bahn AG diese Wagen, klebte dieses DB-Logo drauf und schrieb dieses neu aus. Jetzt hat es die Vias 2026, wird immer neu ausgeschrieben, die Karten werden neu gemischt und mal gucken, was geht. Abellio hatte sich übrigens beteiligt an einer Ausschreibung für das Dieselnetz Köln. Leider ist da nichts draus geworden. Wagen sollten angeschafft werden vom Typ D-Zero als Dieselversion. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschalten würdet. Ich sage bis zum nächsten Video. Auf Wiedersehen, euer TF von Tour. Ciao Leute, haut rein.